rein oder so. Also natürlich jetzt nicht hier runter in den Tod, sondern halt das ein bisschen weiter runter baut, das meine ich. Jetzt 3, 2, 1. Aloha und willkommen zur zweiten Folge von Minecraft NT mit Tommy. Hallo! Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut in die Playlist und schaut die letzte Folge an. Genau. Und abonniert uns beide, um keine weitere Folge zu verpassen. Ja, Freunde, letzte Folge interessiert gewesen. Genau. Und wir machen einfach da weiter. Wir haben schöne. Toller Satz. Schöne Kumpels gefunden. Also unsere Team. Ja. Ja. Und Tom ist jetzt gerade dran. Ne. Essensfarm. Genau. Aber also gucken, dass ich nicht sterbe. Weißt du was? Was weiß ich? Ja. Ich hab kein Holz, ich wollte dir eine Hacke machen. Ich hab schon eine Hacke. Ah, hast du schon eine? Ah, okay. Ja. So. Aber weißt du, noch ein Schwein. Geil! Noch mit deiner ganzen Freunde. Aber weißt du, was ist geil? Jetzt haben wir einfach kein Eichenholz mehr. Es kommt kein Eichenholz. Ich hab noch zwei Stück, aber es reicht gerade mal für Sticks. Ja, nicht, das weißt du, dass da irgendwie sonst irgendwo kann da anfangen zu bauen. Wir haben. Retrouille. Ja, also wir haben halt die Setzlinge, das sollte, Setzling, hoffe ich. Apfel. Nice. Das sollte, hoffe ich, zumindest reichen. Ja. Also, wenn dann cheaten wir. Hust. Also, erstes Problem haben wir sicher, wir haben so viele Melonen, ne? Ja. Ah, so, okay. Apropos Melonen, ich schmeiß mal ein bisschen da auf die Farm, ne? Ah, da. Nimm ich mal die Hälfte raus und ja, zu Kernen. Ich hab auch noch 17, ich kann sonst die zu Kernen machen. Ich hab jetzt 11 Kerne, ich glaube, das reicht fürs Erste. Okay, ich mach die auch rein. Ey, wir haben so viel Melonen. Ja, ist doch super, dann verhungern wir nicht. Dann ist alles super. Dann ist alles gut, weil ich bin nicht allein. Weißt dann du, ist alles super. Ich, ja. Ich mach aus dem Kürbis-Ding, mach ich wirklich alles Kernen, weil Kürbis braucht man sonst nicht draußen. Und eigentlich. Wollen wir es anpflanzen? Ja. Oh, ich hoffe jetzt einfach nur, wenn ich da jetzt auf dem Setzling. Geil! Wenn ich hier rumlatsche, dass ich nicht sterbe. Drei Abstand und dann Setzling. So. Ja, ich lasse mal lieber so. Okay. Dann, glaube ich, habe ich gerade eigentlich, doof gesagt, nichts zu tun. Obwohl wir noch ein bisschen Erde haben, dann könnte ich noch ein bisschen weiter anpflanzen. So. Hallo. Wollen wir dahin. Jetzt noch einen Weg bauen, oder? Dass wir durchlaufen können, ja, weil Heavy Wheels da hinten sonst. Aber halt aus Sets, Dings, ne? Stufen. Ja, ja, das ist mir klar. Okay. Okay. Aber als erstes sollten wir Eichenholz haben. Ja. Ja. Ich hoffe, das spawnt gleich. Bitte. Okay. Ah, kaputt. Wir brauchen eigentlich auch keine zweite Truhe oder so, ne? Jetzt noch nicht. Ah. Ja, jetzt kommt nur ey, ich schau mich so cringe an, das macht mir Angst. Oder wollen wir vielleicht das Gehege aus Birkenholz bauen? Ja. Also für die ganzen Viecher und dann schmeißen wir die vielleicht wirklich hier rein oder so? Also natürlich jetzt nicht hier runter in den Tod, sondern halt das ein bisschen weiter runter bauen, das meine ich. Brauche ich halt das Wasser. Ja? Okay, geh mal runter, ich schick dir die Wirken halt. Aha, du brauchst. Aber willst ich hab, du ich stufen hab, oder was machen? Also ich würde erstmal. Oh, vielleicht eine Leiter. Ah ja. Oh nein. Guck mal. Oh ey. Ah, schade. Okay, ja, dann mache ich Leitern. Ach, du hast jetzt das ganze Holz, ne? Aha, warte, ich geh wieder rein. Okay, danke. Nee. Was war das? Eine Kuh! Ja, komm mit! Komm mit in ein unerwartetes Abenteuer! Ja. Komm mit! Okay. Hast du noch Holz, das ich mir ist gut, ich nehme da zwei Eichenholz. Alter, was mache ich hier gerade? Ah, fuck, nein! Etzella. Ich kann mir keine Schaufel machen. Ein bisschen Holz habe ich noch. Soll ich dir. Ich mache dir eine. Zack.
Obwohl, brauchst du unbedingt eine? Weil eine Holzschaufel ist auch nicht so gut. Diese völlig... scheiß Lehmer, wie viel kommt noch von denen? Aus Tonklumpen können wir Ton machen, weil an sich glaube ich jetzt nicht, dass wir irgendeine Tonstatue bauen wollen, aber fällt die runter? Ey, Digga, du bringst doch auf eine Idee, irgendwann einen Golem. Wenn wir genug Eisen haben, ja. Ja, ey, Digga, dann brauchen wir aber Kürbis für den Kopf noch. Ah, Ton fällt nicht runter, geil, dann kann ich das verwenden zum Bauen. Geil. Ey, wie hast du das jetzt gemacht, dass du Blöcke hast? Einfach wie eine Werkbank kraften. Also halt einfach, ne? Weil wie gesagt, Tonklumpen braucht man glaube ich so oder so nicht. Und dann baue ich das damit runter. So. So. Wie viele Blöcke? 5, oder? In etwa. 5 Blöcke runterbauen für die Tierfarm. 1, 2, 3, 4, 5. Baue ich überall Leitern hin. Mach 6. Okay. Ja. Oh ja, ich mach 6. Oh ja, geil. Hoffentlich. So ein schlechter Witz, ey. So. Okay. Lol, ich kann von hier da hoch. Achso, ja, bin ich behindert, ist ja auch Wasser, ich depp. genau, jetzt kann ich hier ganz vorsichtig. Oh, ich hab so Angst, ne? Ich bin bescheuert. Ich merk's grad. Hallo Kuh! Okay. So. Weil, dann mache ich jetzt Stufen. Und wir sollten vielleicht hier hinten ein bisschen aufpassen, dass hier keine Monster spawnen. Weil hier ist echt dunkel und es ist ein ganzer Block. Ich möchte die Tiere aber auch nicht runterschubsen. Ja, es wird schon passen. Ey, die sind auf unseren Fall, Digga. Ja, die haben auch Hunger. Ah ja, so. Digga, dann sollten wir vielleicht mal Kohle haben, dass wir beleuchten können. Ne? Ja. Weil Glowstone können wir noch schlecht machen. Ja. So, Erzähler. Ey, weißt du, wie geil das leuchten wird mit Glowstone, Alter? Ja, mit deinem Shader, klar. Ich hab leider keinen. Sieht ein bisschen einladend aus. Ja, sollte so passen. Scheiß drauf. Wie groß soll denn die Tierfarm circa sein? Vielleicht 5x5, oder? Weil mehr haben die auch nicht verdient, die fetten Viecher. Ist das nicht fast zu eng, weil so viele Tiere wir haben? Oder teilen wir die Tiere dann auf? Ja, schau mal kurz runter, wenn du kannst. Weil 5x5 ist eigentlich echt fett. Und ich habe mich verbaut, sehe ich gerade. Warte, komm. Warte kurz. Dann zeige ich dir ganz kurz, was ich meine. Und ich merke gerade, ich habe einen echt großen Fehler gemacht. Weil das hier braucht man gar nicht. Ich hänge irgendwann jetzt an. Und wenn du da so. Zum Beispiel, weil das ist. Hier einfach einen Weg muss und dann rechts und links die Farm macht, dass wir irgendwie noch durchlaufen können. Das können wir auch machen. Und ich merke gerade, ich habe noch einen Fehler gemacht, weil das ist falsch. Ja. Weil wir müssen eins weiter runter. Geil, ich muss alles wieder abbauen. Ach Mann. Dann baue ich erst alles ab. Oh Gott. Ich habe so viel dabei. Das ist richtig schlimm. Das baue ich ab. Ach, ich sicher erstmal alles, komm. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwas zu verlieren. So. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das auch, das auch, das auch. Obwohl. Er wächst eh nicht. So. Okay. Das Wasser brauche ich noch kurz, danach kann ich es auch sichern. Okay. Aufpassen, okay. Dann baue ich alles wieder ab. Ach man, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja. Ja. Hey Bro, ich hab hier Birkenholz. Oh, nice. Nein, ich verliere die ganzen Stufen, nein. Ich hab's hier runtergeworfen. Ah, danke. Was würdest du machen, wenn ich dir sage, dass es mir an sich so nichts bringt, weil ich hoch muss für die Werkbank wegen Stufen? Ich hab nichts gemacht. Ich habe nur Birkenholz heruntergeworfen. Noch eins runter.
Und... Alter. Ah! Irgendwie ist seine Stufe hingekommen. Ich weiß nicht warum, aber okay. Nee, die habe ich hingetan, weil es Birkenstufe war. Oh Gott, also so, das möchte ich jetzt. Und? Alter! Ja, geil! Oh. Boah! Alter, was? Ich war fast runtergeblumst. Ey, pass auf, Alter. Ja, das mache ich. Hier ist ja Wasser. Also, oh mein Gott, alles gut. Ja. Hat sich auch so angehört, ne? Ja, klar. Gar nicht anders. Nein, 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 also ich weiß nicht, was du denkst, aber hier ist alles super. Ach, Etzeler. Okay. Kann ich das Wasser wegmachen? Und weinen gehen, weil von den ganzen Stufen habe ich 4 behalten. Mhm. Hallo. Geil. Ich habe jetzt über einen Stack Birkenholzstufen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hallo, Kai. Äpfel. So. Ja, ich mache ja erstmal ganz weit nach hinten. Nein! Wer stirbt da? Da ist gerade ein Huhn gestorben, oder? Ja, weil ich die Truhe abgebaut habe. Alles klar. Hä? Warte, vielleicht soll ich den auch mal kurz safen. Okay. Hä, warum ist jetzt das Huhn verreckt, Alter? Wir haben... Wie viele Hühner? Wir haben gar keine Hühner. Doch, eins haben wir hier. Okay. Besser als nichts, aber das reicht halt leider auch nicht fürs Vermehren oder so. So. Und dann haben wir oben Fallschirm, wo wir die dann reinschmeißen können. Das ist eine richtig gute Idee. Dann haben wir... Aber immer noch pro Gehege 5x5, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht, 5x5. Ja, bestimmt. Okay. Ich hoffe es zumindest. Ja, sonst können wir es ja immer noch ausbauen irgendwann. Genau. So. Und vor allem ist ein Tier, also komm, die können wir doch. Scheiß auf die Tiere. Hauptsache wir haben Essen. Alter. Also. Nein, Leute. Für mich ist Tier wohl echt wichtig. Ich mag Tiere. Vor allem Wuffis so. Mutter. Oh. Schlappi! Alter, ich glaube, Fugi kann man so richtig. Ne, so richtig schön sagen. So, Fugi! Ne, so, als ob das so ein Hundenname. Oh mein Gott, wenn ich einen Hund hab, ne? Ich nenne den Fugi. Richtig kleine, süße Wuffis. Außer so kleine Chihuahuas. Vor allem, ich verstehe nicht. Scheiße. Ich verstehe nicht, wie Menschen, vor allem so richtig hübsch gemeinte Frauen, die sich 10 Kilo Make-up in die Fresse klatschen, warum die Chihuahuas in ihre Handtasche stecken. Ich verstehe es nicht. Das können wir wegmachen. Das auch. So, weil dann haben vielleicht die Bäume ein bisschen mehr Platz. Weißt du nicht, ob die das brauchen, aber okay. Ah, das sieht echt schön aus. Nice. Ja, sonst kannst du ihn auch ändern. Ja. Weil ich habe jetzt über einen Stack so, von diesen braunen Dingen. Braunen Dingen, okay. Wollen wir dann hier unten beim Gehege... Du kannst mal kurz runter gucken. Schau mal hier bitte kurz runter. Hallo! Wollen wir hier dann bei diesen Lücken Zäune machen oder so hohe Stufen? Also... Zäune? Oh Gott. Zäune wird besser aussehen, oder findest du nicht? Ich finde schon, ja. Ja komm, wir machen Zäune. Und da flutscht auch keiner durch, okay. Sind, ich weiß aber nicht, ob die kostengünstiger sind, ne? Aber komm, scheiß drauf. Aha. Was? Schon? Aufnahmezeit vorbei. Ja, bei mir sind es schon 15 Minuten. Jetzt habe ich gemeint, wie hast du das jetzt gemacht, dass der ihm immer kickt? Das ist ja schön, wenn es geklappt ja, hätte. Ja, Alter. Okay, Freunde. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht. Wie wir es weiter gestalten, schau bei Domi vorbei. Da kommt die nächste Folge online. Und wenn es weiter gefallen hat, lasst ihm einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schau bei Domi vorbei. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschö. Ciao.